Grüße, Herr Festlacher. Ihre Gäste werden jetzt hier. Ich schicke Sie hoch zum Hauptempfang. Wiederhören. Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen zu Silvester hier bei uns auf ORF 3. Wir haben heute Abend keinerlei Mühen, aber wie Sie gleich sehen werden, sämtliche Kosten gescheut, um Ihnen bis Silvester und Mitternacht noch Kaiserstunden der Geselligkeit zu bieten. Wir haben einige Spiele vorbereitet und dazu prominente Rate-Freunde und Freundinnen eingeladen. Wir begrüßen Michael Schottenbeck und Elisabeth Engstler. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja. Wir begrüßen Harald Serafin und Birgit Zerrata. Guten Abend. Und Gerald Fleischhacker und Gerda Rogers, schön, dass Sie da sind. Hallo. Für unser erstes Spiel haben wir uns gedacht, man sieht sich ja in der Branche sehr oft, man trifft sich auf Veranstaltungen, man sieht sich in Fernsehsendungen, aber was weiß man eigentlich wirklich voneinander? Und wir haben jetzt von jedem von Ihnen ein kurzes Videoporträt vorbereitet, in dem aber ein Detail nicht stimmt. Und man muss selber drauf kommen, oder? Idealerweise rät derjenige, um den es geht, nicht mit. Also das wäre sehr nett. Wenn Sie wissen, welches Detail falsch ist, einfach aufhauen und dann die Lösung nennen. Kann man das nochmal testen, Herr Serafin? Funktioniert sehr schön. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen was aus dem Leben von Michael Schottenberg an. Bitte. Grüß Gott, wir begrüßen uns. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Nein. Michael Schottenberg prägt als Schauspieler, Regisseur und Autor seit Jahrzehnten das österreichische Kulturleben wie kaum ein anderer. Erste Spuren verdient er sich am Theater der Jugend. Es folgen Schauspielhaus und Josefstadt. Ursprünglich hat Michael Schottenberg aber ganz andere Pläne. Mit 15 ist er Österreichs jüngster Profimagier. Als Schauspieler wirkt er in zahlreichen TV-Serien wie Kottan ermittelt mit und spielt auf den großen Bühnen des Landes. Es folgt der Sprung ins Regiefach. Seine Rocky Horror Show war ein Kultevent in Wien. Damals formuliert Schottenberg sein Credo als Theatermacher. Die Botschaft ist Freude, Sex, Lust, Musik, Liebe. Michael Schottenberg trägt das Herz immer links und ist mehrere Jahre ehrenamtlich Kassier bei der KPÖ. Nach einem kurzen Intermezzo als Filmregisseur kehrt Michael Schottenberg an die Theaterbühne zurück. Von 2005 bis 2015 leitet er das Wiener Volkstheater und inszeniert dort zahlreiche Stücke mit großem Erfolg. Nach seiner Tätigkeit am Volkstheater entdeckt Schottenberg mit dem Schreiben von Reiseberichten eine neue Berufung. Die Teilnahme an Dancing Stars weckt seine Leidenschaft für das Tanzen. An der Seite von Conny Kräuter schwingt er sich in die Herzen des Publikums. Frau Zerrata? Ich nehme nicht an, dass er von der KPÖ war. Bist du sicher? Na, sicher nicht. Aber ich kann mir es nicht vorstellen. Aber? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein. Ja. Ist falsch. Er auch ja. Nicht. Sehr gut. Yay. Herr Serafin, Frau Zerrata, der erste Punkt für Sie. Danke. Wow. Schau mal. Ja. Genau. Wir machen weiter mit Elisabeth Engstler. Bitte sehr. Mit diesem Song beginnt die musikalische Karriere der damals gerade erst 18-jährigen Elisabeth Engstler beim Eurovision Song Contest 1982 in London. Um sich ganz dem Singen zu widmen, beendet sie ihr angefangenes Medizinstudium und wechselt ans Konservatorium der Stadt Wien. Es folgen erste Engagements sowie die Hauptrolle im Musical Valerie. Als Präsentatorin der Fernsehsendung Ferienexpress steigt Elisabeth Engstler beim ORF ein, wo sie ab 1987 auch die Moderation des Wurlitzer übernimmt. Es folgen weitere Sendungen und Hauptabendshows wie Die große Chance und Happy End. Ein Outing im Wurlitzer als Modern Talking Fan führt zu einer Kurzzeitbeziehung mit Dieter Bohlen. Ich glaube, es war eine lange Beziehung. Das heißt, das stimmt sozusagen. Ein ja, Punkt für Team Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler. Vielen Dank. Cool. Sehr schön. Cool. Yeah. Herr Serafin, ja, mit Ihnen geht's weiter. Jetzt geht's. Ja. Für mich war Singen Leben, Atmen. Und das habe ich mein ganzes Leben lang
getan. Harald Serafin wird am 24.12.1931 im litauischen Kybartai geboren. Die russische Besatzung Litauens zwingt die Familie 1940 zur Flucht ins ostpreußische Memel und später bis ins bayerische Bamberg. Ursprünglich gegen den Willen seiner Mutter brach der liebe Mann Harald Serafin sein Studium der Veterinärmedizin ab, um sich dem Singen zu widmen. Früh zeigt sich sein Talent für komödiantische Rollen und beschert ihm den Beinamen des singenden Bon Vivants der Operette. Zu seiner Paraderolle wird der Danilo in Die lustige Witwe, den er in mehr als 1700 Vorstellungen verkörpert. Nach einer Stimmbandoperation, die seine Gesangskarriere beendet, übernimmt er 1992 die Intendanz der Seefestspiele Mörbisch und verwandelt diese ins sprichwörtliche Mekka der Operette. Über 20 Jahre lang lockt er mit seiner leichtfüßigen Art und der Programmierung der Festspiele jede Saison bis zu 220.000 Zuseher an und gibt hier auch sein gesangliches Comeback, zuletzt in Das Land des Lächelns. Als ORF-Juror macht er mit dem Slogan Wunderbar Furore, wie er selbst sagt, eine Entlehnung aus dem Song Wunderbar, wunderbar, die Nacht zu Sternen klar aus Bernsteins West Side Story. Die ganze Show war wunderbar! Was war da? Michael Doppenberg, bitte. Du warst schneller. Ja, ja, leider. Wunderbar. Mhm. Ist das aus der West Side Story? Ja. Nein. Ich glaube nicht. Aus Kiss Me Kate. Richtig. Das stimmt. Ja. Punkt an Elisabeth Engstler und Michael Schottenberg. Ja. Du bist großartig. Frau Serrater, Sie sind die Nächste. Bitte. Entweder man ist eine Diva oder man ist keine. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Bereits mit 18 Jahren beginnt Opern- und Operettensängerin Birgit Serrater ihre Karriere am Salzburger Landestheater. Ob dabei ihr Name mitgeholfen hat, bleibt eine Vermutung. Ihr Urgroßvater hieß noch Sarastro. Erst ihr Vater änderte den Namen bei der Volkszählung von 1921 wegen des eingängigeren Klangs auf Sarata ab. In Lehars Operettenverfilmung Das Land des Lächelns erlangt sie 1974 neben René Kollo und Dagmar Koller internationale Bekanntheit. Für eine Serie von Robert Stolz-Galas am Grazer Opernhaus holt sie Marcel Pravi zurück nach Österreich. An der Seite von Peter Minich und Harald Serafin steht sie unter anderem für die Operette Eine einzige Nacht auf der Bühne. In der Titelrolle der Operette Frau Luna tritt sie 200 Mal am Berliner Theater des Westens auf. Und sie singt das Vilja-Lied aus Lehars lustiger Witwe sogar vor dem Schah von Persien. Zu einem Fixpunkt der Wiener Society zählt auch ihr alljährliches Frühlingsfest im Eichfelderhof. Zuletzt organisierte sie zum wiederholten Male den Zuckerbäckerball. Die Sängerin erhielt zahlreiche Ehrungen und ist Honorar-Vizekonsulin von Senegal. Gerald? Senegal ist nicht, oder? Oh ja. Ah, schade. Du bist, wenn Vize-Dingsbums, aber seit vom Senegal. Seit 20 Jahren. Ja, schon, aber vom Senegal, echt? Ah, ich habe gedacht, sie singen ein anderes Land. Ach so. Nein. Ich war selber jetzt ganz weg, dass mein Großvater schon anders geheißen hat. Aber hat er ja nicht, das stimmt Nein, ja nicht. Hat ja, er ja. Nicht. Ja. Wir machen weiter mit Gerald Fleischacker. Ja, bitte. Ja. Bitte nicht mitraten. Ich ja. Bewiesen wissenschaftlich, ein neuer Trend, es ist Metabolic Depression. Also die Welt geht uns auf die Nerven, drum essen wir so viel. Oder auf Deutsch gesagt, man kann gar nicht so viel fressen, wie man sperren möchte. Also es ist... Gerald Fleischacker, Jahrgang 1971, ist der Sohn eines Grazer Profifußballers. Nach mehreren Studien, die er anfing, darunter Japanisch, wurde er Radiomoderator. Zunächst beim slowenischen Sender Radio Maribor International. Nach einem kurzen Wechsel in die Werbebranche, unter anderem arbeitete er an den Imagespots für Shell nach der Deepwater Horizon-Katastrophe im Golf von Mexiko, beschloss er, sich dem humoristischen Fach zuzuwenden. Im ORF machte er sich unter anderem bei der Promi-Millionen-Show und bei Was gibt es Neues einen Namen als humorvoller und schlagfertiger Showstar. Die von ihm miterfundene Tafelrunde auf ORF 3 stellt den vorläufigen Höhepunkt seiner Fernsehkarriere dar. Und wenn Sie sich fragen, wer analysiert das alles heute hier auf der Bühne, kann ich nur sagen, ich bin nicht hier, um Ihre Scheißfragen zu beantworten. Ja? Jonglieren, kochen und singen zählen zu den privaten Leidenschaften dieses Bühnenkünstlers. Das passende Rüstzeug für die Fortsetzung seines erfolgreichen Karriereweges.
Soll man Gerald mitraten lassen? Ich bin am Läuten, am Drücken. Dann müssen Sie, ja? Michael Schottenberg, bitte. Nicht einschlafen. Nein, ich schlafe nicht ein. Also, ich überlege nur, weil es waren zwei Dinge, die mich stutzig gemacht haben. Aber es ist nur eines falsch wahrscheinlich. Genau, und Sie dürfen auch nur eines sagen jetzt. Ja. Nein, sei nicht so. Da muss ich streng sein. Nein. Doch. Nein, manche sind Duplikate in sich. Sag A oder B? B. B, jonglieren war falsch. Ah, das ist leider falsch. Also im Sinn von richtig. Ja, ich kann ein bisschen jonglieren. Ja. Aber ich glaube, dann lösen wir es auf. Ja, lösen wir es auf. Also ich glaube, du hast nie Werbe oder Werbungen für Shell gemacht. Nein, und auch nicht ich habe keine Deepwater Werbung Horizon. Für Shell mit Deepwater Horizon. Das stimmt nicht. So gut hören wir zu. Toll, ist mir wirklich. Aber wir haben ja noch eine letzte Möglichkeit, und zwar bei Gerda Rogers. Liebe Frau Rogers, jetzt kommt Ihre Zuspielung. Gerda Rogers kommt am 01.01.1942, nur 10 Minuten nach ihrer Zwillingsschwester Renate, in Mährisch-Schönberg im heutigen Tschechien zur Welt. Die Schwestern, die sowohl stimmlich als auch optisch kaum auseinanderzuhalten sind, stehen sich seit ihrer Kindheit sehr nahe. Früh muss die Familie die Flucht über Deutschland nach Österreich antreten. Gerda Rogers wächst in Sierning, nahe Steyr, auf. Eine Ausbildung zur Physiotherapeutin folgt die Eröffnung einer Modeboutique gemeinsam mit ihrer Schwester Renate. Mit ihrem zweiten Mann folgt, was Rogers das lustige Leben nennt. Mit dem Regisseur jettet sie rund um den Globus und findet schließlich in Rom den Weg zur Astrologie. Schnell macht sie sich einen Namen weit über die Landesgrenzen hinaus. Gerald Fleischacker? Du chattest mit deinem zweiten Mann rund um den Globus? Ja. Nein, echt? Stimmt. Leider, das stimmt leider. Bitte weiter. Nach ersten Rundfunkerfahrungen auf Radio Oberösterreich entsteht das Format der Ö3 Sternstunden. Schon in den ersten Sendungen steht das Telefon nicht still. Gerda Rogers wird zur Kultfigur. Auch die Politik nimmt ihre Dienste in Anspruch. Gerda Rogers sagt bereits 1997 das Ende der Haider-FPÖ aufgrund einer ungünstigen Jupiter-Konstellation voraus. Neben ihrer Sendung auf Ö3, die seit nunmehr 30 Jahren on air ist, veröffentlicht die Frau mit der markanten Stimme zahlreiche Bücher. Zuletzt ihre Autobiografie »Ein Leben mit den Sternen«, in der sie tiefe Einblicke in ihr bemerkenswertes Leben erlaubt. So. Ja, bravo, schön. Sehr schön. Ja, ich habe nichts gefunden. Habt ihr irgendwas mit dem BZÖ, mit der irgendeiner Partei oder was? Was war denn da? BZÖ hat sie, also den Haider hat sie das vorausgesagt. Gerda Rogers hat nicht das Ende von der Haider-Ära aufgrund einer ungünstigen Jupiter-Konstellation vorausgesagt, sondern ihm vorausgesagt, dass er mit Schüssel wahrscheinlich in die Regierung kommt. Aber das heißt, das, was wir gesagt haben im Beitrag, war falsch. Sie haben was anderes vorausgesagt. Und zwar, es geht jetzt um einen kleinen Teamwettbewerb. Jetzt wird im Team geraten und wir haben Lieder aus der Oper, aus der Operette für Sie vorbereitet, die wir Ihnen vorspielen. Und Sie müssen erraten, welches Lied das ist. Aber damit es nicht zu einfach ist, wird das Lied rückwärts vorgespielt. Wir beginnen mit Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler und hören mal zu, was das sein könnte. Bitte. Nabucco. Der Gefangenenchor, eindeutig, von Nabucco. Können wir es mal in echt hören? Ja. Wow, sehr gut. Ich glaube, den Punkt können wir wirklich ganz mit gutem Gewissen vergeben. Schon mit gutem Gewissen, ja. Oder? Ja. Harald Serafin und Birgit Serrater, das nächste Lied für Sie. Bitte. Da hätten wir was viel Schwierigeres eigentlich nehmen können. Ja. So, Frau Rogers, Herr Fleischacker. Ich hätte gern Life is Life. Ja, wir schauen mal, was wir machen können. Vielleicht können wir da was tricksen. Okay. Das ist
auflösen? Oder wie ist es? Keine Ahnung. Okay, dann stoppen wir bitte mal kurz. Und es ist, wir hören uns jetzt an, die Auflösung. Boah. Wieso weiß der immer, wenn es so verkehrt ist? Das habe ich auch nicht gehört. Rigoletto. Nein, das kenne ich aus der Pietro Pizzi-Werbung. Genau, also, ja, richtig. Ja. Also La Donna Immobile wäre es gewesen. Ja. Sehr schön. Super. Am letzten Tag des Jahres, lieber Herr Fleischacker, bitte, ja, Entschuldigung, bietet sich sehr an, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Ja. Und beim nächsten Spiel, muss ich zugeben, hat Gerda Rogers einen kleinen Heimvorteil, weil wir haben nämlich die ORF Radio Wien Astrologin Astrid Högl-Kreuter gebeten, von jedem von Ihnen ein kurzes Horoskop zu erstellen. Ja, sehr schön. Und ich lese jetzt drei von diesen Horoskopen vor und Sie müssen raten, wer von Ihnen da gemeint ist. Wir beginnen mit der ersten Person. Ja. Diese Person hat mit ihrem rhetorischen Talent die Fähigkeit, andere zu überzeugen. Generell reißt ihr Charme beim Erzählen anderen mit. Die Person vertraut in das Gute im Menschen. Durch ihre Kontaktfreudigkeit ist sie der Netzwerker schlechthin. Ausdauer, Disziplin, hohe Intelligenz und Interesse an der Welt zeichnet diese Person aus. Punkt. Klingel doch endlich. Aua, das kann nur ich sein. Ja, stimmt. Na, wirklich? Weil ich daran ein Wort von Intelligenz wurde geredet. Ja, die hohe. Das war nur ich. Sehr besonnene und gemütliche Person, die sich durch Ausdauer auszeichnet. Stur und hartnäckig ist sie dann, wenn man sie von etwas abhalten möchte. Generell ist diese Person ein zufriedener Mensch und darf leben, um zu genießen. Große Menschlichkeit und Wärme zeichnet sie aus. Trotz einer manchmal farbigen Fantasie arbeitet sie hart für ihr Ziel. So. Naja, das kann jeder sein von uns. Na, du nicht. Farbige. Das kann nur die. Birgit. Gerald? Birgit. Weil die ist so farbig. Leider nicht. Na, ja, schade. Das bin vielleicht ich mit Stur. Ja, bravo, super. Meine Tochter wäre begeistert. Ich streite das alles ab. Natürlich. Yeah. Toll. So, und die letzte Person. Diese Person handelt diszipliniert und ist sehr klar und gründlich im Denken. Mit Stress hat sie kein Problem, ganz im Gegenteil, er gehört einfach dazu. Sie zeichnet sich durch ihren trockenen Schmäh aus und macht beim Sprechen stets eine Punktlandung. Oft legt sie aber auch einfach frisch drauf los und handelt nicht geplant. Geduld ist eine Tugend, aber nicht ihre. Gerald? Dann bin's ich. Auch nichts. Leider nicht. Also aber das merkt man. Du kriegst aber einen extra Punkt für falsche Antworten. Ja, gut. Und dann ist der Michael. Es gibt noch was. Ein Satz kommt noch. Bitte. Anerkennung ist eine Triebfeder für diese Person, denn auch dadurch spürt sie Intensität. Leider. Die Rogers. Ja. Die bleibt ja nur noch die Rogers. Hohe Intelligenz. Warten, bis es nur mal eine Möglichkeit gibt. Ja. Ach Gott. Ja. Habe ich schon wieder wem den Punkt weggenommen? Hat sich gelohnt, das extra in Auftrag zu geben. Und wir kommen zu unserem nächsten Spiel, in dem es ein bisschen um Aufklärungsarbeit geht. Weil die Welt, die verändert sich ja so schnell und es gibt immer neue Begriffe und neue Dinge, die so im Leben entstehen. Und wir haben gebeten, einige Senioren, und zwar aus dem Seniorenkolleg im 2. Bezirk und der Volkshochschule Maria Hilf, diese Begriffe, die in den letzten 10 bis 15 Jahren entstanden sind, ein bisschen zu erklären, die gilt es zu erraten. Also ich finde es sehr hilfreich. Also teilweise sind die Funktionen, wenn man es über die Programmoberfläche macht, also die Weboberfläche, über die Browseroberfläche macht, mehr. Man kann natürlich auch verschiedene Spiele runterladen. Ist ein Programm, das auf einem Handy läuft. Ja. Michael? Internet. Ja. Also, ah. Internet und Browser haben es gesagt, es geht nicht. Nein, leider nicht. Internet stimmt nicht. Bitte weiter. Manches ist unnötig, aber das meiste macht Spaß. Und mit Tapsen bedient wird.
Im Gegensatz zu einem schönen Programm, das man am Computer mit Tastatur und Maus bedient. Ja, meine die Word vielleicht? Nein. Mit Tastatur? iPad oder was? Nein, weil Sie reden von einer Software eigentlich. Es ist ein bisschen spezifischer sogar. Ah. Und es macht viel Spaß, hat sie gesagt. Darf ich noch mal? Nein, ich darf nicht mehr. Du darfst, aber es wird nicht zählen dann. Ja. Dann wollen wir nicht. Dann sind wir böse. Also sind wir nicht mehr mit. Okay. Nein, gehen wir. Also ich glaube, es waren die Apps gemeint. Also generell Apps. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja noch viele andere Begriffe. Wir machen weiter mit dem zweiten. Das ist eine App, die haben wir im Kurs eigentlich installiert. Ist relativ sicher. Ich meine, es ist ja auch mit einem Passwort gesichert. Und wenn einer das Passwort nicht weiß, es wird vielleicht jemand geben, der das dann trotzdem kann, aber nicht so leicht. Wenn mein Handy verschwindet, kann man das vielleicht von einem anderen Computer oder Gerät herunterholen. Gerald? Also Dropbox oder irgend sowas? Ja. Google Drive? Nein. Dropbox ist nicht, aber es ist ein Cloud-Speicher. Cloud, ja. Cloud. Lass mal das gelten. Ja, ja, lass mal gelten. Der erste Punkt. Eine Möglichkeit, sich im Internet zu informieren. Ach so, ja, genau. Ich suche und finde. Michael? Google. Richtig. Ja. Richtig. So, nächstes. Models, Schauspieler, Leute, die eigentlich in der Öffentlichkeit stehen. Wir haben es wirklich nur uns angeschaut und haben... Gerald? Instagram. Instagram stimmt, ja. Ach so, in der Richtung sind wir jetzt daheim. Ja. Und wir haben zwei Begriffe haben wir noch. Geklingelt. Ich liebe etwas mit Mandeln, lachend, weinend, schreiend. Emojis? Das war jetzt aber war das gleichzeitig. Ich habe nicht aufgepasst. Es war wirklich gleichzeitig. Liebes, wenn du immer so dumpf klingelst, dann kann ich nicht. Nein, wir waren gleichzeitig. Und das heißt, er war vorher. Du sagst Emojis. Emojis. Ja, ja, also Smileys, Emojis. Ja. Genau, das wäre Likes oder Emojis. Genau. Ja. Es ist die Unsicherheit der Technik oder die, ob man der Technik so weit vertrauen kann, dass das jetzt wirklich dort ist. Benutze diesen Dienst sehr selten. Es gibt heute viele andere Dienste, die einfacher vielleicht zu bedienen sind. Ja, Dienst am Handy. Eine Mitteilung, eine schriftliche Mitteilung. Also drei Buchstaben. Mhm. Gerald? Mhm. Ja, SMS oder WhatsApp? Eins von den SMS. Ja, stimmt. Sehr gut. Wow. Großartig. Wow. Es wäre doch jetzt an der Zeit, etwas zu machen, was man sicher an einigen Orten zu Silvester macht, nämlich Karaoke zu singen. Aber, damit das eine Aufgabe wird, haben wir Folgendes vorbereitet. Wir haben uns eine Teamaufgabe, eine bekannte Melodie und dazu aber einen anderen Text vorbereitet, den es zu singen gilt und gerne alleine, zu zweit, aber idealerweise einer von beiden. Ja. Wir würden gern beginnen mit Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler. Ach so. Es handelt sich um die Melodie von Aber bitte mit Sahne und der Text dazu ist der Erlkönig. Es ist der Vater mit seinem Kind. Oh yeah. Er hat ihn sicher, er im Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Kind, was bist du so bang dein Gesicht? Siehst du Vater, den Erlkönig nicht? Ja, ich glaube, das kann man als Punkt gelten lassen. Sehr, sehr schön. Herr Serafin, aus der Rate für Sie haben wir als Melodie die Biene Maja vorbereitet. Und der Text ist der Zauberlehrling.
gehört. Einmal wegbegeben. Und nun soll deinen Geist leben. Auch nach meinem vielen Leben. Seine Worte und Werke merke ich und im Brauch. Und mit Geisterstärke tue ich Wunder auf. Beide Leute, manche Strecke, das zum Zwecke, was zerfließt. Und ich reiche voll, was ich habe. Ja, es geht nicht. Und nun kommt die alte, der alte Besen. War das ungefähr? Das war fantastisch. Das, also das ist Anna Bucke, ja. Oder was wollte ich jetzt sagen? Und für euch, liebe Gerda, lieber Gerhard, ja, für euch okay. Ist die, nein, die Melodie ist Macho Macho. Macho Macho. Und der Text ist die Ode an die Freude. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was im Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder. Das hat dauert so lang bis zum Refrain. Wo dein sanfter Flügel weit. Ja. Umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder überm Sternenzelt. Und so weiter, und so weiter. Großartig. Ja. Also, großartig. Hier sind die Sänger. Drei ganz eindeutige Punkte. Ja. Wir machen jetzt eine Kleinigkeit und haben ein paar Dinge vorbereitet, wo es darum gilt zu raten, was das eigentlich sein könnte. Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler, was könnte dieses Drahtgestell sein? Eine Zange? Ja. Für eine Kerze, für ein Glas? So was, ja. Für ein Glas, damit es nicht runterfällt? Oder? Es könnte so ein Wimpern-Aufdreher sein. Also die sieht ein bisschen anders aus, aber vielleicht deine Haare so zum Aufondulieren. Hm? Ist das mit dem Glas halten, eine Zange, also, um ein Glas was zu halten? Die Kerze war schon in die richtige Richtung. Die Kerze. Bei der Kerze ausdämpfen. Ein Dochtschneider, aber der hat dann nichts. Ja, Dochtschneider wäre feucht. Aber vielleicht hält man es ein bisschen anders. So? Ja, was könnte denn, wenn man es so hält, was... Was könnte man die Kerze... Ich weiß schon, ein Teelicht zum Hineintun und Hinaustun. Ja, genau. Ja? Sehr gut. Wow. Ja, sehr gut. Wow. Ja. Herr Serafin, Frau Serrate, Sie kriegen da einen kleinen Schneebesen. Ja. Was ist denn das? Das ist für einen Sekt. Das gibt man rein, quirl, dass es nicht so viel Perlen hat. Ich glaube, das ist der falsche Gegenstand für die falsche Person. So, und der schönste Gegenstand, der gehört euch, lieber Gerhard, lieber Gerhard. Na, das ist, um beim silvesterlichen Getränk zu bleiben, ein, wie heißt das, Sabrage-Dings, um die Champagnerflasche. Ja, absolut. Ja. Sehr gut, vielen Dank. Sehr, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Spiel und dafür haben wir im ORF-Archiv ein paar Ausschnitte gesucht, die wir Ihnen vorspielen und wir halten die aber an einem gewissen Punkt an und die Frage ist die, was passiert als nächstes? Es gibt dann drei Auswahlmöglichkeiten und darum geht es zu raten. Das sind wir gut in dem Spiel. Eine offene Runde, gell? Eine offene Runde. So, bitte. Meine Herren, Sie beschäftigen sich berufsmäßig mit Milchverkauf, Milchverpackung. Können Sie eigentlich diese Packungen öffnen? Na gut, werden es versuchen. Einmal zuerst bei diesem Verpackungstyp die Laschen aufziehen. Dann kommen hier einmal die Öffnungsanweisungen zum Vorschein. An und für sich ist die Packung perforiert. Es kann aber sein, dass dann das händische Öffnen nicht so leicht möglich ist. Sie sehen es auch hier. Mir gelingt es auch nicht, dann nimmt man ein bisschen eine Schere. Bitte, wir haben es schon bereitet. Steht nichts drauf. Auf den meisten Packungen
Mit den moderneren Dekors haben Sie also eine Schere. Die schneiden wir jetzt hier einmal auf. Am besten auf der zweiten Seite auch noch. Ich weiß es auch schon. Ja. Gut. Ja, ja. Aber Gerald, du hast erster geklingelt. Was passiert da? Naja, er schneidet blöd auf und brutsch. Also das ist der Klassiker, weil er erklärt, wie einfach es ist, aufzuschneiden. Und schauen wir uns das mal kurz an, die Auflösung. Ecke weg und dann Ding. Und jetzt werden wir es versuchen. Sehr schön. Ich glaube, so für den Einstieg war das eine leichte Sache zu demonstrieren, worum es da jetzt geht. Wir kommen zum nächsten Clip, bitte. Steht UK regelmäßig auf der anderen Seite. Die Briten sind ja mit ihrer Haltung nicht mehr so allein, wie das früher der Fall war. So, man sieht hinten Jean-Claude Juncker. Und was macht jetzt Jean-Claude Juncker? Er küsst Faymann auf beide Wangen. Ja. Er umarmt Faymann von hinten oder er schlägt ihn mit einer zweiten auf den Kopf. Ah. Ich habe keine Liebe jetzt. Er küsst Faymann auf beide Wangen. Michael, was sagst du? Er schlägt ihn mit der Zeitung auf den Kopf. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir schauen mal A an. Was ist denn die Auflösung? Wie das früher der Fall war, die niederländische Regierung. Sehr gut. Punkt an Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler. Sehr gut. Wir kommen zum nächsten Clip. Auch der Faymann hat sich gewundert. Ja. Er wird genommen und jetzt kommt, das ist eigentlich das Einzige, der Trick dabei, ist bei einem Karpfen, ein Karpfen riecht immer ein bisschen nach Moos. Und da hat mir ein alter Fischer ein Rezept gegeben. Er hat gesagt, du übergießt den Karpfen, bevor du ihn dir zutust, mit kochendem Essig. Hier ist der Essig, der kocht noch nicht ganz, aber normalerweise kocht er richtig. Dann tun wir das da drüber. So, was passiert als nächstes? Roy Black verbrennt sich mit dem heißen Essig, der Karpfen rutscht ihm aus der Hand oder der große Topf neben ihm kocht über. Gerald. Er kann sich nur mit dem heißen Essig verbrennen, weil der Karpfen ist noch gefroren und der ist jetzt so gebogen und darum drückt und dann... Gut, schauen wir uns an. Gefrorene Forelle. Schade. Leider. Aber es dürfte eine Forelle gewesen sein. Das war überhaupt kein Karpfen. Aber es war eh kein Karpfen. Es war ja kein Karpfen. Wir kommen zum nächsten Clip. Mit dem Gerätefinale hier in der Stuttgarter Marken-Fleierhalle. Gerald, du kennst das. Wir dürfen keinen Fernsehexperten bei uns einladen, glaube ich. Na, die gehen da durch mit den Fahnen und fahren mit der Fahne über den Kopf drüber und so. Dann schauen wir uns an, was jetzt passiert. Der Star der Veranstaltung ist zweifellos der chinesische Olympiasieger und Weltmeister Li Ming, der weltbeste Geräteturner dieser Saison. Er hat alle Mehrkämpfe, die er bestritten hat, gewinnen können. Das Hauptinteresse bei den Mädchen konzentriert sich auf die mehrfache Europameisterin und Olympiasiegerin Ekaterina Szabo aus Rumänien und auf Weltmeisterin Daniela Silva. Er bleibt eisern. Herrlich. Wir kommen zum nächsten Clip, bitte. So, was passiert als nächstes? Der Herr in Weiß stolpert, die Dame stolpert oder der Herr in Schwarz stolpert? Die Dame. Die Dame stolpert. Schauen wir uns an. Ich hab das schon in ihren Augen gesehen. Ja, das hat sich angekündigt. Geht das? Das finde ich auch. Und wir haben einen. Obwohl Stolpern ist fast untertrieben, ehrlich gesagt. Aber bitte. So, wir kommen jetzt zu unserem letzten Clip, bitte. Onkel Rudi, bevollmond sollen wir uns die Made tanzen. Dann schauen wir ihn aber vielleicht schon das nächste Mal zu, ha? Ja, freilich. Was passiert als nächstes? Der Liegestuhl bricht zusammen, der Junge muss versehentlich niesen oder beide werden von einer Hornisse erschreckt. Elisabeth. Wir glauben, der Liegestuhl bricht zusammen. Ja, schauen wir mal.
Aber vorher wandern wir mit den Bienen auf den Berg zu den Kastanien. Die haben sie nämlich. Sie gern. Ich habe immer gesagt, der ist so mord, der ist so mürbe. Großartig. Der Arme. Ja. Aber wenn man schon so viele kunstsinnige Menschen in einer Sendung hat, muss man natürlich auch ein bisschen die zeichnerischen Begabungen hier im Raum würdigen. Wow. Und es geht jetzt um Folgendes. Einer im Team, eine Teamaufgabe, bekommt ein berühmtes Gemälde gezeigt für 10 Sekunden. Und der andere muss es dann nachzeichnen. Und der Teamkollege muss es erraten innerhalb von einer Minute. So. Michael, du zeichnest. Ja, danke. Das heißt, Elisabeth, du schaust ganz kurz weg, weil er sieht jetzt nämlich das Bild, das er zeichnen muss. Genau, aha, kurz wegdrehen. Ja, verstehe. Ja. Mm. Gut. Das ist leid. Vielen Dank. Oh, kann man kurz bitte zeichnen. Weg das Bild. Und 60 Sekunden. Der Kuss verklemmt? Nein. Der Kuss verklemmt? Wieso? Es ist... Das ist zu erraten, weil wir haben es ja gesehen. Nicht? Ja, wir wissen es ja. Gibt es da nichts Figurales? Oder soll das schon was Figurales sein? ist das der Bräugel? Ja, welcher? Ja. Welcher? Der Turmbau zu ja! Super! Toll! Wow! Toll! Gott, kannst du gut malen! Ich hätte das erkannt. Nächste! Ich hätte so Karriere. Gemalt. Karriere! Weiter geht's mit Harald und Birgit. Birgit, du schaust kurz weg, bitte. Und Harald, du siehst jetzt am Monitor das Bild, um das es geht. Das ist ein tolles Bild. Wow. Gut. Ja. Danke. Nein! Nicht. Oh, du hast es gesehen, ich habe doch keine Ahnung, wovon ich rede. Aber versuch trotzdem zu erraten, was das sein könnte, was er da macht. Bitte, schau. Ja, erzähl einmal. Na, schau mal. Das hätte ich nie gewusst. Jetzt kommt ja erst das. Sie hat natürlich einen Hut auf, ne? Nein, die hat einen Schleier auf dich. Ich hätte das Lachen hättest du. Aber wie hättest du es gezeichnet, Birgit? Lachen. Nein, das da, Lachen. Falsch gezeichnet. Ja, aber kein Lachen ist. Ist doch kein Lachen. Ist leider kein Punkt, aber ich finde, es ist trotzdem auf jeden Fall wert, abgefilmt zu werden. Das soll man auch nicht weg. Ja, nein, leider. Mona Lisa, Mona Lisa, wo bist du? Gerald, ich schau ein. Du schaust ein. Gerda, bitte das Bild. Ja. Aha. Gerald, du kannst schauen. Ich kann ihn schauen. Ja. Warte mal, das ist dann die Uhr. Ich glaube, zeichnen ist ohne erklären. Und warte mal, das ist der Baum. Und da gehen wir vielleicht noch rein. Ich hatte halt gesagt, die Uhr. Jetzt, die rinnende Uhr, nicht? Vom Dings, von wem ist das? Vom, ja, jetzt wirst du es ja wissen. Ich weiß nicht. Verlorene Zeit. Ich weiß nicht, von wem das ist. Von? Herrlich! Was steht da? Dali. Ja, ich. Dali, sag schnell. Die rinnende Uhr. Sie sagt ja. Ich glaub, aber sie hat gesagt, es ist die rinnende Uhr. Es ist sehr, es ist auf jeden Fall erraten, aber... Nein, das war mit... Kein Punkt, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ja. Aber du hast es schön gezeigt. Aber sehr schön gezeigt. Ja. So, es wird wieder intellektuell, man glaubt es kaum. Wir kommen jetzt noch zu einer kurzen Schnellraterunde. Und zwar, es geht darum, innerhalb von 30 Sekunden eine Runde im Team. Ich nenne Begriffe und einen Anfangsbuchstaben, mit dem ich den Begriff, den es zu erraten gilt, gerne haben würde. Es ist im Grunde so wie Stadtlandfluss. Wir beginnen bei Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler. Starten die 30 Sekunden, nachdem ich das erste genannt habe. Scheidungsgrund mit G. Getreideunverträglichkeit. Kosename mit Y. Kosename. Du Ypsel. Neujahrsvorsatz mit V. Verglühen. Die Kalorien verglühen. Geschlechtskrankheit mit S. Syphilis. Das waren 1, 2, 3, 4 Begriffe. Ja, Gratulation. Ja, wieso habt ihr so gelacht bei Ypsel, wenn ich mir das Ypsel kann? Weil es so süß war. Süß, oder? Ja. Ypsel, du kleines Ypsel, du. Gut, Harald Serafin und Birgit Serrater. Es geht los. Mordwaffe mit O. Ottoman. Ausrede mit E. E? Egozentrik.
Egozentrik, ja, das ist eine Ausrede. Marienerscheinungsorte mit M? Mausefalle. Störungsmeldung mit B? Besetzt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Bravo. Gerald und Gerda, ihr seid Wir sind schon dran. Okay, ja. Bitte, Gerald. Marienerscheinungsort mit Mausefalle. Stimmt, das ist der Hubs. Yes, Maria. Heilmittel mit Z. Zwischenurin. Mit Z. Zucker. Pelztier mit H. Der Hase. Hübscher Hase. Sittenwidrigkeit mit P. Pornografie schauen. Anmache mit I. Da bist du ganz nackt. Operette mit K. Was, Operette mit K? Mhm. Kein schöner Kann Land? Ja, Kann sehr schön. Gratulation. Kein schöner Land. Kann denn lieber schön sein. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, dürfen wir jetzt alle Kandidaten noch zu einer Außenwette nach draußen bitten, und zwar zum großen Sektkorken weitschießen. Das kann was werden. Meine Damen und Herren, das war unser letztes Spiel. Wir bedanken uns sehr, dass Sie heute dabei gewesen sind und den Silvesterabend uns verbracht haben. Weiter geht's um Mitternacht, da melden wir uns noch einmal. Und wir möchten jetzt ganz kurz noch verkünden, wer heute Abend eigentlich gewonnen hat. Und zwar, die Gewinner sind Michael Schottenberg und Elisabeth Engstler. Gratulation! Bravo! Bravo! Ist das ein gutes Omen für Absolut. 2020? Unbedingt, ja. Hey, cool. Wir stoßen es nur an. Prost! Prost! Zum Wohle! Zum Wohle! Dankeschön! Alles Gute! Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.